Sozusagen zum Kulturgut der Stadt Erkelenz gehören diese Männer hier. Das ist der Werkschor Glück auf der Firma M.H. Wirth. Hören Sie mal rein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen. Ja, über 60 Jahre gibt es den Männerchor schon. Viele Männer sind mit dem Chor groß geworden. Jetzt ist aber Schluss. Der Nachwuchs fehlt, das Durchschnittsalter liegt bei 75. Am Sonntag gibt der Chor sein allerletztes Konzert. Mädchen zart, welche Nacht, blondes Haar, mit den neuesten Blauen ein Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind, wir fern, ist egal, man wird doch Er ist der dienstälteste Sänger im Werkschor Glück auf, Peter Lamberts. Der 75-Jährige ist seit 1963 mit dabei. Er hat die ganz großen Auftritte erlebt, damals in den 60er Jahren. Da stand der Männerchor mit den ganz großen Stars auf einer Bühne. Rudolf Schock, Hermann Prey, Ingeborg Hallstein, Anneliese Rothenberger, die waren dann unter anderem die uns verstärkt haben bei unseren Konzerten. Zum Teil haben wir in der Stadthalle Erkelenz gesungen und auch ein-, zweimal in der Kaiser-Friedrichs-Halle in Mönchengladbach. Seine beste Zeit erlebte der Chor nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren. Mitsingen durfte nur der, der auch für die Bohr, wie das Traditionsunternehmen in Erkelenz genannt wird, arbeitete. Die Proben fanden übrigens immer während der Arbeitszeit statt. Ich bin 41 Jahre im Chor und habe alle Konzerte mitgemacht, bis auf eins. Und man ist schon wenig traurig. Aber da muss man sich doch mal trennen. Ich muss im Kopf von Herz und Rad immer mit dem Zug. Das ist schon ein bisschen umständlich. Wie viel Wehmut hat man da? Sehr viel Wehmut. Aber ich möchte trotzdem keinen anderen Chor mehr gehen, altersbedingt. Und krankheitsbedingt, ich habe eine kranke Frau zu Hause, also einen neuen Chor werde ich mir nicht suchen. In den letzten Jahren kämpfte der Chor wirklich um das Überleben, doch Nachwuchs wurde nicht mehr gefunden. Die Zahl der Mitglieder schrumpfte auf 25, viele Chormitglieder sind krank, fühlen sich zu alt. Deshalb haben sie den schmerzhaften Entschluss gefasst, ihren Männerchor aufzugeben. Nicht nur Musikgeschichte, da geht insgesamt zum einen ein ganzes Stück Kultur verloren. Es geht Tradition verloren, eine 64-jährige Tradition des Chores, die unwiederbringlich ist. Und es geht natürlich für die Sänger auch ein ganzes Stück Geselligkeit und ein schönes Hobby verloren. Wenn beim Abschlusskonzert der letzte Ton gesungen ist, dann schlagen in der Brust von Peter Lamberts zwei Herzen. 54 Jahre lang hat er dem Werkschor Glück auf seine Stimme geschenkt. Das größte Bedauern ist sicher, dass nach so vielen Jahrzehnten der Chor zu Ende ist. Und andererseits auch mal, ich habe vier Enkelkinder, da kann ich mich dann vielleicht noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren.